Und eins legen wir noch drauf. Es ist das härteste und längste Extremradrennen Europas, das Race Around Austria. Bereits zum dritten Mal fuhren die Extremsportler über 2200 Kilometer gespickt mit 30.000 Höhenmetern kreuz und quer durch Österreich. Im Vorjahr gewann der Steirer Eduard Fuchs und er war auch diesmal wieder mit dabei, um seinen Titel zu verteidigen. Tage, 4 Stunden und 50 Minuten. So lange braucht der Steirer Eduard Fuchs, um seinen Titel beim Race Around Austria, dem härtesten und längsten Extremradrennen in Europa, erfolgreich zu verteidigen. Im Grunde ist Österreich so wunderschön, also ich freue mich wirklich auf die ganze Strecke. Auf den ersten 1000 Kilometern, die die Rennfahrer beim Race Around Austria nach dem Start im oberösterreichischen Schärding im Uhrzeigersinn innerhalb der Grenzen rund um Österreich führt, sieht es allerdings nicht nach einer erfolgreichen Titelverteidigung von Eduard Fuchs aus. Der 35-jährige Berufsunteroffizier beginnt das Rennen eher gemächlich und liegt nach dem ersten Tag mit mehr als 90 Minuten Rückstand auf Rang 4. Ich glaube, zwei Leute liegen vor mir, die haben noch keine Schlafpause gemacht. So gesehen bin ich jetzt da völlig mit dem Vorteil, weil ich habe heute Nacht schon eine kleine Schlafpause gemacht. Also ich kann jetzt sicher relativ lang fahren, bis ich meine erste ordentliche Schlafpause brauche. Als es in die Berge geht, mit dem Großglockner, dem Kühtai, der Silvretta Hochalpenstraße und dem Gärtner Sattel, stehen Österreichs wohl bekannteste Alpenpässe im Streckenprofil, kann Fuchs aber mit jedem zurückgelegten Kilometer Boden auf die vor ihm liegenden David Misch, Gerald Bauer und Johann Eisenbraun gut machen. Einmal in Führung lässt sich der gebürtige Bad Radkersburger Fuchs seinen zweiten Sieg beim RAA, dem längsten und härtesten Radrennen Europas, nicht mehr nehmen. Ein Erfolg, den der Steirer im nächsten Jahr übrigens nicht wiederholen wird. Fürs nächste Jahr, wenn mir zum Ziel gesetzt ist, Race Across America zu bestreiten. Ob es dann wirklich gemacht, das wird natürlich die finanzielle Geschichte entscheiden. 2012 auf alle Fälle wieder beim Race Around Austria mit dabei sein wollen der Salzburger Gerald Bauer und der Grazer David Misch. Mit den Rängen 2 durch Gerald Bauer und 3 durch David Misch legen sie aber eine tadellose Premiere hin. Bei den Damen sichert sich die Schweizerin Trix Kraken den Sieg und zwar in der Superzeit von 4 Tagen, 20 Stunden und 15 Minuten. Und das, obwohl ihr ihre einzige Konkurrentin bereits nach 18 Stunden abhanden kam. Das Race Around Austria kann man übrigens auch in einem Zweier- oder Viererteam absolvieren. In solch einem Viererteam ist 2011 auch der dreifache Snowboard-Weltmeister Benjamin Karl mit dabei. Und obwohl es für ihn und seine Kollegen nicht zum Sieg reicht, das Unica GA Streicher-Team belegt Rang 6, zeigt sich Karl von diesem Rennen begeistert. Es war wunderschön. Der bleibendste Eindruck, der war gestern auf die Nacht. Bin ich in die Nacht reingefahren im Bad Znaunertal von Ischgl rauf. Silhouette Hochalpenstraße. Es war unglaublich. Es sind uns zwei Füchse begegnet. Die Pferde sind über die Straßen gestiegen, wie wenn es keinen Stress auf der Welt gab. Es war so schön und wirklich total, kann man nur weiterempfehlen. Es ist ein totales Abenteuer und die Reise wert. Im Ziel hat der 25-Jährige übrigens angekündigt, auch 2012 bei der dann vierten Auflage des Race Around Austria mit dabei zu sein.